Prinzessin Elisabeth ist tot. Die Nachricht ist ein Schock für das dänische Königshaus. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, verstarb Prinzessin Elisabeth, die Cousine von Königin Margrethe von Dänemark, gestern Abend im Alter von 83 Jahren. Dänemark trauert um Prinzessin Elisabeth. Wie jetzt durch den dänischen Hof verkündet wurde, verstarb gestern Abend die Cousine von Königin Margrethe nach schwerer Krankheit. So heißt es, gestern Abend um 18.15 Uhr schlief ihre königliche Hoheit Prinzessin Elisabeth nach längerer Krankheit still ein. Die Prinzessin war von ihrer engsten Familie umgeben. Prinzessin Elisabeth hatte Platz 12 in der dänischen Thronfolge und lebte in den letzten Jahren auf Schloss Sorgenfri. Prinzessin Elisabeth ist der zweite Todesfall in diesem Jahr. Mit dem Tod von Prinzessin Elisabeth trauert das dänische Königshaus in diesem Jahr schon zum zweiten Mal um ein Mitglied der königlichen Familie. Erst im Februar dieses Jahres verstarb Prinz Henrik, der Ehemann von Königin Margrethe.